Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube-Bastel-Channel. Wer mich und meinen Kanal schon etwas länger kennt, wird sich heute wahrscheinlich denken, oha, was ist mit Stefan seiner Stimme los? Mich hat die Grippe voll erwischt und niedergeschlagen. Deswegen ist meine Stimme auch nicht so besonders heute. Bitte entschuldigt das. Aber deswegen lasse ich mich noch lange nicht aufhalten, ein Video zu machen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Metabo KGS216M Kapp-, Zug- und Gärungssäge einstellen, fein justieren könnt, sie ein bisschen tunen könnt und wie man an ihr das Sägeblatt wechselt. Zuerst noch kurz zu den Highlights der Maschine. Die Maschine hat einmal ein Laser, was sehr gut und hilfreich sein kann, dass man sieht, wo die Schnittkante ist. Sie hat einmal ein zuschaltbares LED-Licht, kann man beides natürlich wieder ausschalten. Sie hat einen einstellbaren Tiefenanschlag. Ich brauche hier einfach nur das Teil ein bisschen nach hinten ziehen und kann hier meine gewünschte Tiefe einstellen. Ist sehr gut, wenn man zum Beispiel über Blattungen sägen will oder Aussparungen machen will. Sie hat einen Staubfangsack dabei. Der ist bei mir gar nicht mehr in Benutzung. Ich klemme hinten jedes Mal einen Staubsauger an. Es ist ein Griff dran oder dabei, den man verwendet, wenn man sie transportieren will auf der Baustelle. Habe ich auch weggemacht, brauche ich nicht. Ihr seht hier sind viele Dinge rot. Alles was mit rot, alles was rot markiert ist, beziehungsweise rot lackiert ist, dient der Einstellung. Das heißt hier einmal das Rädchen, das ist für die Tiefeneinstellung beim Tiefenanschlag. Seien es hier diese Rädchen, die verriegeln meine Tischverbreiterung quasi, die sie hat. Hier hinten ist nochmal ein rotes Rädchen. Das ist für diese Anschlagswinkel. Wenn man in Gärung sägen will, dann kann man den hier verstellen. Hier haben wir noch einige rote Dinge an meinem Werkstück-Niederhalter. Mein Werkstück-Niederhalter kann ich hier hinten positionieren, kann ihn aber auch hier vorne positionieren, wenn ich quasi Platten oder wie sagt man KVH sägen will und dicke Balken habe und dicke Balken hier spannen will, kann ich den auch hier spannen. Das gleiche haben wir auf der Seite, das Rädchen für die Feststellung der Tischverbreiterung. Hier vorne ist auch die Feststellung für die Verstellung von der Gärung, wenn ich Gärungsschnitte machen will, im 45 Grad Winkel oder so zum Beispiel. Und zu diesem einen Knopf hier oben kommen, oder? Jetzt muss ich schnell gucken. Zu diesem einen Knopf hier oben kommen wir gleich später beim Sägeblattwechsel. Der ist dafür ganz wichtig. Als erstes überprüfen wir die Winkligkeit vom Sägeblatt. Dazu nehmt ihr einfach einen Winkel eures Vertrauens her, dem ihr vertraut, damit er genau ist. Legt ihn an. Natürlich darauf achten, damit kein Strom auf der Maschine ist, damit sie sich nicht aus Versehen einschalten kann. Fahrt mit dem Sägeblatt herunter, fahrt mit dem Winkel an das Sägeblatt heran, bis es leicht anliegt und streift. Und dann zieht ihr das ganze Sägeblatt einmal nach vorne und zurück. Und dann könnt ihr überprüfen, streift mein Winkel die ganze Zeit am Sägeblatt oder verzieht es hier eher mein Winkel. Wenn es mein Winkel verziehen würde, so oder so, dann wäre das ganze Sägeblatt verzogen, es wäre alles nicht winklig und in diesem Fall bitte Maschine auf gar keinen Fall in Betrieb setzen, reklamiert es und schickt sie zurück oder gebt sie zurück. Das zweite, was wir jetzt überprüfen, ist die Winkligkeit vom Laser, ob mein Laser wirklich genau im 90 Grad Winkel eingestellt ist und mir die Schnittkante dann auch richtig anzeigt. Dazu kann man zum Beispiel wieder hier mein Winkel hernehmen und dann schauen wir uns das mal an. Ist er genau im Winkel? Schauen wir mal, fahren wir mal ganz langsam ran. Ja. Man sieht es jetzt hier leicht. Ich streife jetzt hier erst hier vorne. Passt. Ich streife ganz leicht
mein Winkel hier genauso. Schlimmer wäre es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt fahre ich mal ein bisschen weiter rein, unten schon ganz drin wäre und oben erstreifen würde, dann würde ich feststellen, oh, der ist verstellt. Nicht irritieren lassen, damit hier hinten jetzt der Laser nur gestrichelt ist, das kommt hier von der Sägeblattabdeckung. Also meine ist jetzt definitiv winklig und passt. Ja. Meine ist definitiv winklig und passt. Ich bin zufrieden damit. Probieren wir es nochmal. Fahren wir ganz langsam ran. Ja. Ich bin zufrieden damit. Ich verstellen jetzt nicht. Aber ich zeige euch jetzt, wie man diesen Laser verstellen könnte, wenn er bei euch zum Beispiel mal nicht passt. So, und zwar noch mal den Laser aus. Hier ganz unten drin, wo quasi der Laser sitzt, haben wir hier drei Imbusschrauben. Hier ist die erste, hier ist die zweite und hier oben ist die dritte. Diese beiden, die linke und die rechte, sind quasi dafür zuständig. Ich versuche es zu demonstrieren, damit der ganze Laser nach links und nach rechts wandert. Aber aufpassen, ihr müsst hier seitenverkehrt denken. Dreht ihr an der linken, wandert der Laser ein bisschen nach rechts. Dreht ihr an der rechten, wandert er ein bisschen nach links. Ihr müsst aber aufpassen, damit ihr nicht die linke ganz offen lasst oder fast ganz offen lasst und die rechte anknallt bis zum Geht nicht mehr. Das muss schon ein bisschen Zusammenspiel haben. Es ist ein bisschen eine Fummelarbeit, genau aus dem Grund habe ich jetzt zuerst meinen Laser überprüft. Wäre nicht genau gewesen, hätte ich es mit euch zusammen gemacht, aber weil es ein bisschen eine Fummelarbeit ist, möchte ich es jetzt nicht hier aufmachen. Fakt ist, hier links geht's nach rechts, mit der rechten geht's nach links. Und mit diesem Imbus hier oben verstellt ihr das Ganze nochmal so. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den Laser so, so zu verstellen und dann nochmal so und so. Mit diesen drei stellt ihr das Ganze ein hier. Mit diesen drei stellt ihr den Laser ein und wenn ihr ein bisschen Feingefühl habt, dann klappt es auch. Wichtig ist, wenn ihr den Laser einstellt oder eingestellt habt, dass der Laser auf der linken Seite vom Sägeblatt die äußersten Sägeblattschneiden gerade einmal leicht streift. Das heißt, der Laser darf nicht das ganze Sägeblatt streifen oder mittig vom Sägeblatt sein. Nein, es darf nur wirklich die äußersten Schneiden vom Sägeblatt leicht streifen, so wie ihr hier seht. Ein kleines bisschen. Dann ist er perfekt eingestellt. Wenn es euch genauso geht, wie es mir gegangen ist, dass ihr eben nicht wisst, wie an dieser Zug- und Kappsäge das Sägeblatt zu wechseln ist, ihr dooferweise noch die Bedienungsanleitung weggeschmissen habt oder sie nicht mehr findet, dann passt jetzt gut auf. Ich zeige euch, wie es geht. Und zwar, Metabo hat hier hinten einen Imbusschlüssel versteckt. Der ist hier fest installiert und hat hier seinen aufgeräumten Platz und den brauchen wir jetzt dazu. Bitte wie bei allen Arbeiten an der Säge, am Sägeblatt darauf achten, Strom raus. Diese Sicherheitssperre betätigen wir jetzt als erstes, weil durch diese Sicherheitssperre kann ich jetzt den Sägeblattschutz hochmachen. So mache es jetzt ich. Ich betätige die Sicherheitssperre, mache den Sägeblattschutz hoch, drücke hier mit dem Zeigefinger auf diesen Taster und mit dem Daumen halte ich den Sägeblattschutz hoch. Während ich hier mit dem Daumen den Sägeblattschutz hochdrücke und mit dem Zeigefinger auf diesen Taster drücke, bewege ich ein bisschen das Sägeblatt. Ihr seht, jetzt kann ich es noch bewegen. Zack, zack, zack. Jetzt ist es eingerastet, jetzt ist die Sperre drin. Jetzt kann ich es nicht mehr bewegen. Und jetzt ist so der Taster ganz eingerastet. Und jetzt brauchen wir hier eben diesen Imbusschlüssel normalerweise.
Ich nehme hier eine Ratsche her dafür. Und während wir jetzt das Sägeblatt wechseln, komme ich gleich zu meinem vierten Tipp: Tuning von der Kappsäge. Das Original Kappsägenblatt oder Sägeblatt hat 40 Zähne. Das ist meiner Ansicht nach relativ wenig und man braucht sich nicht wundern, wenn hier immer und immer wieder ziemlich Ausrisse entstehen. Ich habe mich in die Thematik ein bisschen reingelesen oder reinlesen müssen, weil ich mal eben ein neues Sägeblatt habe anschaffen und besorgen müssen. Ich habe mir jetzt hier die Sägeblätter von Freud besorgt. Hier hat das normale Sägeblatt für eine mittlere Schnittgüte 48 Zähne. Das ist schon wesentlich mehr. Dieses mittlere Sägeblatt mit 48 Zähnen ist für Längs- und Querschnitte in Weichholz, Hartholz, MDF und Spanplatten. Das heißt, mit diesem Allround-Sägeblatt könnt ihr Balken, Längs, Quer, Platten, Latten, alles Mögliche. Es hat 48 Zähne und somit habt ihr wesentlich weniger Ausrisse als wie bei einem Sägeblatt mit 40 Zähnen. Und jetzt gibt es eben ein noch besseres, das habe ich mir jetzt gleich auch noch zukommen lassen, und zwar hier eins mit, jetzt muss ich gleich nochmal lesen, ich glaube 64, genau, mit 64 Zähnen. Na komm her, du Zettel. So, dieses Sägeblatt von Freud hat 64 Zähne und ist eben für alle Holzarten geeignet, für Alu, für Kunststoff, und hat somit durch das, dass es mehr Zähne hat, eine sehr feine Schnittgüte, das heißt noch wesentlich weniger Ausrisse. Allerdings ist dieses Sägeblatt mit 64 Zähnen hier nur für Querschnitte. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, was macht man, wie oft braucht man es. Für mich mittlerweile, ich mache sehr oft solche Arbeiten, da ist es wirklich rentabel, ein Wechselsägeblatt zu haben mit 64 Zähnen, genau für solche Sachen, wo ich einen sehr feinen Schnitt brauche, und ein Allround-Sägeblatt mit 48 Zähnen. Und ich habe hinter der Kamera dieses Sägeblatt schon einige Male probiert mit 48 Zähnen und ich kann nur sagen, ich bin begeistert, absolut mega begeistert von der Qualität. Kann es euch nur empfehlen, die roten von Freud. Ich verlinke euch unten einen Shop von meinem Kooperationspartner. Sauter Shop heißt der. Und da gibt es die sogar noch sehr günstig. Ich hoffe, ich konnte euch anschaulich erklären, wie ihr den Laser justiert, wie ihr das Sägeblatt wechselt, was an diesen Freud-Sägeblättern besser ist als an den Originalen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke einzustellen.
Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.